Freunde, wie satt ich bin. Ich bin so satt. Ich hatte jetzt genügend Zeit, mir ein. Wie lange hat das jetzt gedauert? Wie spät ist es? Kurz vor 7. Na, dann hat das jetzt einfach mal 3 Stunden gedauert. Nee, 2 Stunden. Doch, 3 Stunden. 3 Stunden hat es gedauert. Ich konnte einfach mir einen fetten Einpop machen und den essen. In der Zeit, als der Microsoft Flugsimulator das 33 GB Update gemacht hat. Naja, wir legen los. Meine lieben Freunde, heute mit einem leicht verspäteten Friday. Viel Spaß. Herr Löblich. Ja, und damit Hallihallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simulationszuschauerinnen und Zuschauer zu dieser neuen, zu dieser großartigen, zu dieser Runde Friday Friday, heute mit dem wunderbaren, dem Microsoft Flugsimulator 2020. Ja, und es gab ein größeres Update. Ich muss hier direkt mal kurz in die Weltkarte schauen, ob wir jetzt hier neue Flugzeuge dabei haben. Oh, 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 das ist neu hier. Die Pilatus, aha, PC6. Sehr schön. Dann müsste es jetzt geben eine Cup. Nein, was ist denn das? Okay. Das wird ja wahrscheinlich hier mit dem Teil jetzt ein bisschen schwierig. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Das macht sich dann mit dem Joystick ein bisschen besser. Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Das ist doch hier auch neu, oder nicht? Die Beechcraft Bonanza G36, die habe ich da auch noch nicht gesehen. Da kann man auch mit schießen, habe ich gehört. G36, Freunde. G36. Ach so, warte mal. Ich mach mal so, dass ihr was seht. Hier, er ist neu. Er ist richtig, richtig neu hier. Velocity. Es müsste ein deutscher Hersteller sein, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar ist es ein sogenanntes. Oh Gott, wie heißt das? VTOL. VTOL. Vertical Takeoff. Keine Ahnung, ist bestimmt auch elektrisch und so ein Kram. Wie gesagt, müsste man jetzt hier bestimmt, ja, ist hier mit dem Yoke, glaube ich, nicht so schlau zu fliegen. Die interessiert mich hier sehr, die Bonanza G36. Könnte mir durchaus vorstellen, dass wir die heute mal fliegen. Wobei ich aber auch sagen muss, diese Pilatus PC6, die macht mich schon auch ein bisschen an. Ich bin allerdings ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan. Na, sag mal. Die McDonnell Douglas ist doch auch neu, oder nicht? Ich bin nicht so ein großer Freund von Flugzeugen. Okay, ich muss unbedingt für das nächste Mal auf den Joystick umrüsten. Weil, wie gesagt, ich glaube, hier auch die Hornet ist jetzt nicht so schlau mit dem Yoke zu fliegen. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin nicht so ein großer Freund von Flugzeugen, die nur 2 Räder haben und hinten so ein kleines, sondern ich mag das nicht so steil zu starten. Und es gibt hier von den Cup Crafters, gibt es jetzt eine neue, nämlich die NX Cup. Die hat vorne das Rad. Das finde ich ziemlich geil. Alter, F18 Super Hornet? Ich fasse das nicht. Ich habe echt Bock, das auszuprobieren. Das Problem ist nur, ich bin hier nicht, ich bin nicht, das ist so ein bisschen. Nee, das bringt einfach hier so nichts. Da muss ich hier irgendwie erst den Joystick festmachen. Also, Freunde, das ist ja wohl der Oberknaller. Oder wollen wir mal probieren, die Hornet zu fliegen hier mit dem. Wollen wir einfach. Nee, wir müssen, wir machen. Oh, ich bin ja so verrückt. Scheiße, nee. Das ist ja geil. Also ich kann hier weder den, glaube ich, vernünftig fliegen. Wollen wir das einfach mal probieren? Ich kann mir das so richtig doll nicht vorstellen. Weil, wie gesagt, eigentlich brauchst du einen Joystick dafür. Hier ist, das macht sich, glaube ich, ein bisschen.
Ha, theoretisch müsste es kommen. Wir probieren es einfach mal aus. Wir sind einfach mal richtig dumm. So, und da wir dieses Rennwochenende unter anderem, ich sag schon mal unter anderem, weil ich finde das einfach ein bisschen langweilig, das komplette Rennwochenende immer nur ein Auto, eine Strecke, ist irgendwie immer das Gleiche, finde ich ein bisschen einfach langweilig. Warum ist denn das hier, zählt das hier immer noch als Militärflugplatz, ja? Also eigentlich ist das der Flughafen Rimini oder der Flugplatz in Rimini, weil wir sind hier unten, am Rennwochenende sind wir hier unten in Misano. Und ich dachte mir, wir gucken uns heute mal Misano an. Misano ist eine Rennstrecke in Misano, habt ihr euch schon fast gedacht, in Italien, hier an der Adria-Küste, heißt es so? Also hier ist dieses Adriatische Meer, ich glaube, man sagt so umgangssprachlich, die Adria-Küste ist so, Rimini liegt so, naja, ich sag mal in Mittelitalien, so, ist noch nicht, ist so in der Nordhälfte von Mittelitalien. Und wie gesagt, Adria-Küste, und da ist auch, wie gesagt, Misano. Das ist ja, Alter, das mit den Flugzeugen finde ich ja, das finde ich ja ein bisschen geil. Jo, und da legen wir mal los hier heute und fliegen mal dorthin. Ankunft festlegen. Nice. Warum hat er jetzt den Abflug nicht gespeichert? Ach so, hat er. Okay, sind auch nur tatsächlich 5 nautische Meilen. Wir stellen hier mal eine andere Uhrzeit ein. Macht ja irgendwie Sinn, wenn es hell ist. Komm, wir fliegen mal hier schön auf den Mittag. Ja. Alter, ich habe heute bloß gesehen, ihr habt ein neues Update, Flugsimulator Game of the Year Edition. Aber dass man die ganzen Flugzeuge auch alle gleich kriegt und die ja nicht erst kaufen muss, das ist natürlich ganz schön geil. Freunde, da möchte ich ja, da können wir probieren jetzt erstmal kurz hier diesen Hubschrauber aus. Hubschrauber-Einsatz. Ach, und ich muss mal hier in den Optionen, ja, wobei wir lassen das erstmal, ich mach mal hier erstmal alles aus. Ne, wobei wir lassen das mal alles an und machen dann alles aus. Das ist ja witzig. Wir können ja mal kurz hier, wir haben ja ein bisschen Zeit, wir können mal kurz reingucken in die neuen Flieger. Ist halt auch jedes Mal eine ganz schöne Ladezeit. GB hat er jetzt natürlich schön runtergeladen mit 30 Mbit von 100. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Rimini Tower Lobby X-Ray Tree, 2 Romeo ready at runway 13 East Departure. Tree, 13. Lobby X-Ray Tree, 2 Romeo Altimeter, 29 Decimal 9 or 212. Okay, kann ich nicht wirklich abschalten? Das kann ich abschalten, okay. So, und jetzt habe ich ja hier, ja, okay, verstehe. Und, okay. Na, da bin ich ja mal. Das wird doch nichts, Freunde. Okay. Der meint das wirklich ernst. Wir gucken mal kurz von außen. Ist das geil. Ist das geil! Freunde, das ist schon sehr verrückt, was das heutzutage alles so gibt. Okay, dann machen wir jetzt mal hier alles wieder an. Was hat jetzt für eine Taste hier drückt? Hä? Okay, hier haut irgendwas nicht hin. Das ist die, okay. Das sind die einzelnen Motoren, wie es aussieht.
Okay, also hier haut die Kameraeinstellungen, die hauen hier nicht so richtig hin. It's a little bit buggy. So. Okay, ich muss mal hier noch ein Stück nach hinten. Wo ist hier mein Griff? So, jetzt muss ich hier mal, jetzt hole ich mal ihn hier ein Stückchen weiter ran. Weil ich muss ja jetzt quasi immer eine Hand am Jas haben. Okay, Freunde, das ist geil. Okay, so passiert einfach mal ja nichts. Den müssten wir jetzt sozusagen, den steuern wir mit den Pedalen. Okay, verstehe. Links, rechts ist Pedale. Der wird sich dann wahrscheinlich, wenn wir so ein bisschen schneller geradeaus fliegen, dann können wir den hier auch ein bisschen querlegen. Ich muss mal in den Optionen... Okay, das ist jetzt natürlich gerade sehr geil, dass wir hier keinen Force-Feedback-Joystick oder sowas haben. Dadurch, dass der natürlich automatisch wieder in die Mitte zurückgeht, der Alpha Flight Control, ist es natürlich, ja, haben wir sozusagen eine, wie sagt man, haben wir sozusagen eine... Das setzen wir hier mal zurück und dann setzen wir den auch mal zurück. Fertig. Tariert er sich natürlich automatisch wieder aus. Das ist sehr praktisch. Okay, das ist richtig weird. Kann ich noch weiter nach vorne? Nee. Okay, also bis der sich mal kippt. Den kannst du einfach tatsächlich relativ... den kannst du relativ nach vorne kippen einfach. Also volle Lotte. Ist jetzt nicht so, dass der einfach übersteuert. Alter Freunde, das ist ja wohl der Oberknaller. Hier unten ist irgendwie eine kleine Kartstrecke oder sowas. Ich fass es nicht, ey. Wir fliegen. Hubschrauber. Mit dem Jog. Wie gesagt, macht jetzt natürlich einfach technisch überhaupt keinen Sinn. Und ich habe auch das Gefühl, dass das hier... Also entweder ist die Steuerung sehr vereinfacht oder tatsächlich hat der... Hat der Volocopter... also ist der dann einfach ein bisschen... Was soll ich bestätigen? Warum macht er denn das nicht automatisch? Tower Lobby X-Ray 3 to Romeo continue for East Departure. Was würde ich jetzt sagen? Jetzt kann es natürlich auch sein, dass der Volocopter sich einfach tatsächlich sehr leicht fliegt. Weil der soll ja schon, glaube ich, für einen zivilen Luftverkehr sein. Also so ein Lufttaxi.
Und wenn sich das natürlich alles so richtig mega schwer fliegen würde, werdet ja irgendwie auch nicht so richtig Sinn der Sache. Wie gesagt, hier, guck mal, den kannst du hier voll rinkippen, da passiert ja nichts. So, und da vor uns liegt doch schon, wenn ich mich nicht recht täusche, Misano. Genau, und wie gesagt, hier hinten ist nämlich ja nichts. Da dürfte der normalerweise ja nicht hinswitchen. Ah ja, hier passiert einfach nicht so viel. Ja genau, hier vorne haben wir schon Misano Circuit. 1969 eröffnet, liebe Freunde, beziehungsweise 1969 angefangen zu planen. Also Ende der 60er, Anfang der 70er, ich glaube 1972 haben sie ihn eröffnet. War am Anfang ein, wie sagt man, war am Anfang privat genutzt und dann haben die den so über die Jahre, ich glaube bis in die 2000er rein, haben die den, haben die Strecke immer wieder überarbeitet. Jetzt gucken wir mal, was hier so passiert. Hier unter uns ist die Start-Zielgerade. Und wir gucken jetzt quasi auf die erste Schikane. Wir haben 16 Kurven auf dieser Strecke. Also mit dem Hubschrauber ist das natürlich auch ein bisschen geil. 16 Kurven auf der Strecke. Ja, hab ich, Alter. Was denn? Warum machst du denn das nicht automatisch? Warte mal, ich muss mal hier gucken. Hier muss doch theoretisch ist er hier irgendwo. Theoretisch ist er hier irgendwo. Checkliste? Nee. Grundlegende Steuerung? Nee. Reise nach? Aha, aha. Benutzerdefinierte Symbolleiste. Na, sag mal, hier gibt es da irgendwo Unterstützungsoptionen. So, und hier müsste doch eigentlich Flugzeugsysteme. Ach, hier ist ja nichts an, oder was? Ist ja witzig. Flugsicherungsbenutzeroberflächen, Flugsicherung, Sprachausgabe, KI-Piloten, Sehenswürdigkeit, Flugzeugsysteme. Automatische Gemischregelung ein, Kreiseldrift aus, Ausfälle, Schäden, Navigationshilfen, Route, Wegpunkte, Smartcam-Modus, Benachrichtigung, Pilotensteuerung, unterstützte Checkliste an. Also entweder sehe ich es gerade mal wieder nicht. Eigentlich sollte der... Eigentlich sollte der... alleine mit der Flugsicherung kommunizieren. Also das ist ja geil. Okay, der ist halt wirklich nicht so empfindlich. Du kannst hier voll reintreten in die Pedale. Das geht alles schön langsam und vorsichtig. Genau, also wir kommen da hinten von der Start-Zielgerade, kommen wir hier runtergefahren. Quasi im Uhrzeigersinn. Maus macht er nicht, weil ich hier gerade fliege, okay. Oder ist die Maus außerhalb des Bildschirms? Hallo, hallo? Ne, hier ist doch die Maus. Hier, Start-Zielgerade, kommen wir runtergefahren, fahren dann in diese Kurvenkombination hier rein. Rechts-Links-Kombination. Ja, das ist schon geil. Ist schon cool gemacht. Ist eine, wie gesagt, ich glaube, ist eine recht vereinfachte Steuerung. Entweder jetzt Flugsimulator technisch oder wirklich dieser Hubschrauber fliegt sich so ein bisschen einfacher. Rechts-Links-Kombination, dann geht's hier geradeaus, dann geht's hier weiter. Hier hinten in eine, ist eine Doppelkurve, fährt man glaube ich auch eher wie einen großen Halbkreis, sieht man hier auch so ein bisschen schon an dem, am Grip, der auf der Strecke liegt. Dann kommt eine 90-Grad-Links-Kurve. Findet das eigentlich ganz angenehm, wie man den hier fliegen kann mit dem Flight Control.
Also habe ich mir wesentlich komplizierter vorgestellt. 2022 kommen ja dann noch Hubschrauber. Genau. 90 Grad links, dann geht es auf eine lange Gerade. Dann fahren wir da hinten in eine langgezogene Linkskurve. Dann gibt es eine langgezogene Rechtskurve auf eine längere Gerade, die dann da hinten in einem Rechtsknick weitergeht, um am Ende in eine Spitzkehre reinzuführen, die uns dann in zwei Linkskurven wieder zurück auf die Startzielgerade führt. Und man sieht hier auch so ein bisschen, so richtig viel ist hier nicht los mit Strecken, wie sagt man, mit Streckenbebauung. Also wie gesagt, die haben ja öfter mal nachgebessert, haben dann irgendwann noch Tribünen hingebaut. Ist halt auch eine komplett flache Strecke. Nicht wie letztes Mal die der Bilsterberg. Er wird, glaube ich, korrekt ausgesprochen, Bilsterberg, weil es ist ja der Bilsterberg und nicht Bilsterberg. Finde ich das geil, ey. Finde ich das geil, Freunde. Ich muss mal hier kurz, ich muss mal ein Foto machen. Ach so, warte mal. Danke übrigens für den Tipp letztens. Steuerungsoption Pause. Das, was ich hier immer benutze, ist ja die aktive Pause. Und da kann es schon mal passieren, dass so ein paar Sachen schief gehen. Jetzt gucken wir mal hier. Tastatur. Wir gucken uns nicht nur die zugewiesenen an, sondern alle. Und dann suchen wir mal nach Pause. So, dann gibt es hier Pause aktivieren und Pause deaktivieren. Okay, verstehe. Jetzt müssen wir, brauchen wir hier natürlich eine Taste. Ja, ich habe keine Ahnung. Was nimmt man denn da? Überprüfung starten. Ist schon natürlich, war ja klar. Was ist denn jetzt hier eine Taste, die noch nicht... Warte mal, machen wir ganz einfach. Pause aktivieren. Machen wir Steuerung Alt P. Jawohl. Und Pause deaktivieren. Machen wir Steuerung Shift P. Ist SIM-Rate verringern. Okay. Dann machen wir nur Steuerung P. Ja, sehr gut. Anwenden und speichern. Finde ich, haben sie auch eigentlich geil gemacht. Also, dass man sich hier durch diese ach, und jetzt kann ich mit Steuerung und P. Steuerung Alt P. Jetzt haben wir eine richtige Pause. Okay. Jetzt ist auch der Sound weg. Das ist natürlich wesentlich angenehmer. Und jetzt... Jetzt hört man mal den schönen Umgebungssound, Freunde. Das ist ja witzig. Jetzt steht auch der Motor. Was natürlich wesentlich praktischer ist, wenn man jetzt hier mit der Drohne durch die Gegend fliegt. Geil. Einfach nur geil. Habe ich ja nur heute überhaupt nicht mit gerechnet hier. Ja, aus irgendeinem Grund will er aber nicht ranzoomen. Können wir hier machen im Schaukastenmenü. Ach so, und dann können wir hier eigentlich auch mal die Unterstützungsoptionen, allgemeine Optionen, gibt es da bestimmt Ansicht oder Sound, Verkehr, Daten, Kamera, Grafik. Ich würde gerne nicht diese ganzen, okay, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo man das einstellt. Ich möchte diese ganzen Sachen da nicht sehen. Datenverbindung, ich habe natürlich keine Ahnung, wo man das jetzt findet. Land- und Seeverkehr, Verkehr, Sound, Grafik. Ihr wisst, was ich meine, ne? Der braucht mir ja jetzt da nicht die ganzen Dinge. Gibt es ja eigentlich auch DirectX 12?
später. Okay, kann er jetzt nicht, muss er aus dem Flugsimulator erst raus. Na gut, wir machen einfach erstmal. Ach so, ist das vielleicht hier? Navigationshilfen. Route und Wegpunkte. Geil. Aus. Aus. Finde ich gut. Sehenswürdigkeit. Kann ich das nicht einfach aus? Aus. 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 Wunderbar. Steuerung P. Ach, super geil. So, jetzt können wir hier noch eine Zoom-Stufe einstellen, dass es noch ein bisschen geiler aussieht. Und zwar machen wir das hier. Achso, macht er erst, muss ich erst einstellen und dann reagiert er. Okay. Interessanterweise hört man jetzt aus irgendwelchen Gründen den Motorensound wieder. Aber das juckt uns ja nicht wirklich. Aber das ist doch ein schöner Screenshot, Freunde. Richtig, richtig geil. Genau so, wir gucken uns nochmal hier kurz die Strecke an. Also. Hier haben wir die Start-Zielgerade, dann geht es in eine Rechts-Links-Kombination. Wir fahren hier hinten rum in diesen Halbkreis, fahren dann in 90 Grad links, diese leicht gebogene Gerade, in eine langgezogene Linkskurve, in eine langgezogene Doppelrechts, lange Gerade mit einem leichten Knick, eigentlich sogar zwei. Hier hinten 90 Grad rechts, dann geht es wieder in eine Kehre und dann über zwei Linkskurven mit einer kleinen langen Gerade zurück auf die Start-Zielgerade. Da haben wir noch ein Fußballfeld oder sowas. Und hier unten haben wir Kartstrecke vermutlich. Ist interessant, es gibt tatsächlich an jeder größeren Rennstrecke auch eine Kartstrecke. So. So, und wenn ich jetzt die Steuerung Alt-P drücke, ist die Pause vorbei. Ne, jetzt haben wir Pause gemacht. Jetzt ist die Pause vorbei. Okay, sehr gut. Und dann würde ich sagen, fliegen wir mal zurück nach Rimini. Ist das geil, Alter. Ich kann ja, guck mal, da hinten ist der Flughafen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich den Hobel hoch gelandet kriege. Und dann gucken wir mal noch ganz kurz in die F-18 rein. Also die muss ich einfach mal kurz geflogen sein. Wie gesagt, der könnte hier für mein Vertical Speed sind wir gerade bei 200. Das heißt, wir steigen leicht. Wenn ich jetzt also hier runtergehe. Okay, wir haben ja also zur Vereinfachung haben wir hier einen HUD im Cockpit. Neu. Normalerweise wird im Cockpit kein HUD angezeigt. Kann jetzt sein, dass es bei dem so ist. So, jetzt haben wir einen Vertical Speed von 0. Also jetzt habe ich quasi hier den so eingestellt, dass wir nicht steigen und auch nicht sinken. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Gas wegnehme, müsste der V-Speed da unten Minus sein. Okay, all klar. Kann man also relativ unkompliziert einstellen hier mit dem Schubregler. So, jetzt sind wir wieder bei V-Speed 0. Wie gesagt, also du brauchst hier eigentlich so fast gar nicht lenken, sondern du musst hier schon die Pedale nutzen. Ich dachte, jetzt würde mich mal echt interessieren, ob das jetzt, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Fahrhilfen sind, Flughilfen sind, oder ob der sich wirklich so schön einfach fliegen ließe, lässt. Aber ich kann mir das schon vorstellen, soll ja wirklich
für die Allgemeinheit nutzbar sein. Ey, Freunde, das ist ja wohl mega geil. Hier irgendwo unten? Nee, kann ich nicht. Gibt keine Luke im Fußboden. So, jetzt ist die Frage, wo ist denn hier der Hubschrauberlandeplatz? Ich würde ja mal sagen, es ist hier dieses Viereck da. Da würde ich mich jetzt mal drauf konzentrieren. Ach nee, guck mal, da stehen schon wer. Da steht schon wer. Wir gucken trotzdem mal, ob wir hier... Schön. Ich muss übrigens sagen, das geht ganz schön auf den Arm. Dieser Jog hier, der ist recht schwer. Ach so, guck mal, hier das links könnte doch... Könnte doch glatt für Hubschrauber sein, oder? Ja, ist aber auch sehr klein. Komm, wir probieren hier wirklich erstmal die einfache Variante. Und versuchen mal, hier irgendwie vorm Hubschrauber, vorm Flughafengelände. Landen. Wie gesagt, was jetzt geil wäre, wäre unten ein Glasboden. Also das lässt sich schon auch mit Jog sehr geil fliegen, muss ich sagen. Irgendwie so ein bisschen Angst, dass wir hier auf dem Flugzeug landen, aber ich glaube, es sieht alle gut aus. Und da sind wir gelandet. Geil. Richtig geil. Man kann den nicht abschalten. Also hier kann ich zwar... Ach so, doch kann ich. Okay, alles klar. Geil, ey Freunde. Absolut geil. Jetzt interessiert mich mal noch die Hornet. Die probieren wir jetzt noch schnell aus. Die werden wir wahrscheinlich nicht so schön geil gelandet kriegen, wie jetzt dieses Gerät. Ich mache kurz Pause. Ich mache mal hier kurz, bis wir das geladen haben und so alles. Wir sind gleich wieder da mit der Hornet. So, und da sind wir auch schon zurück. Alter! Das ist ja wohl mega Porno. Zieht euch doch mal das Cockpit rein. Kann ich die alle benutzen? Nee. Nicht betriebsfähig, okay. Trimmung zurücksetzen. Luftbremsen. Alter, mega. Was kann der hier noch? Nicht betriebsfähig. Okay, das ist der Gashebel. Gashebel. Parkbremse.
Okay, die Klappen haben nur drei Stufen. Hier ist der Co-Pilot, sagt Parkbremse ist angezogen. Ah, geht der doch. Siehst du, wollte ich da sagen. Klappen haben nur drei Stufen hier. Reingefahren. Und eingefahren. Mittlere und komplett ausgefahren. Wir lassen mal die mittlere. So, das hier ist alle Trimmung. Das ist ja mega krass. Warnleuchte, Kartenlicht, Helligkeit der Hauptinstrumenten. Unglaublich. Entlüften. Okay. Kabinendruck ablassen. Generator rechts, Generator links. Anzeigenhelligkeit. Okay, ist jetzt nicht so viel passiert. Also das ist ja auch mit diesem ich bin total geflasht. So, klappen wir ganz raus. Achso, jetzt sind sie. Achso, jetzt sind die Klappen oben. Mittlere Stufe. Okay, nee, er geht automatisch wieder in die mittlere Position. Interessant, okay. So, wir gucken mal hier. Ey, zieht euch das doch mal rein. Alter, wie geil ist denn das? Na, gucken wir mal. Ui. Okay, das ist alles super empfindlich. Und hier scheint es auch echt viele Automatiken zu geben in dem Teil, weil der Motor hat sich gerade selber geregelt. Also ich habe den ja auf 100%. Okay, das ist einfach mal. Alter Falter. Alter Freunde, das ist richtig krasser Scheiß. Roger, Lobby, X-Ray 3 to Romeo. Das ist richtig krasser Scheiß. Wir können mal hier kurz einen Rundflug über Rimini machen. Ist ja auch ein Militärflugplatz.
ist das geil. Ich muss mal einen Screenshot machen, Freunde. Ich bin ja total... Alter, ist das geil. Ich fasse das nicht. Ich glaube es nicht. Alter. Krasser Shit. Guckt euch das doch mal an. Lecco mio. Das ist richtig, richtig geil. Hier mein Dude sitzt natürlich hier ohne Helm und geil, ohne Helm und alles. Oh, schön. Richtig geil. Jetzt brauche ich mal hier irgendwie eine geile Screenshot-Position. Ich finde ja schon eigentlich so von unten, der sieht schon ganz schön fett aus. Ich werde sowieso ein bisschen beschneiden müssen. Ich weiß ja noch gar nicht. Oh. Guckt euch das doch mal an. Krasser Scheiß. Komm hier, nochmal so. Kann ich die nicht auch... Jawohl, kann ich. Oh, Entschuldigung, ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind. Mach mal das hier weg. Unglaublich, Freunde. Unglaublich. Ich werde dieses Flugzeug wahrscheinlich nicht gelandet kriegen, wie ich mich kenne. Ist das geil? Ist das geil? Wie schön sich das fliegt, hätte ich nicht gedacht. Ah, da kriegt ja direkt Bock auf DCS World oder wie das heißt. Digital Combat Simulator DCS, ja. So, wir probieren mal eine Landung. Hat er jetzt Klappen rausgefahren? Jetzt. Ist das geil? Fahrwerk ist draußen.
Jawohl. Okay, bisschen früh. Bisschen früh aufgesessen, aber. Warum zieht der so nach rechts? Ha! Ha! Okay, dann muss man ja alles mal noch ein bisschen üben. Warum zieht denn der so nach rechts? Okay. Hey, sorry. Okay. 20 Knoten über der erlaubten Rollbahngeschwindigkeit. Okay, hier ist ja irgendwas. Engine ist immer noch bei 20%, selbst wenn ich den komplett runterfahre. Aber ich sag mal so, immerhin sind wir nicht gestorben. Aber Freunde, also das ist ja wohl der mega Knaller. Ich habe richtig direkt Bock, nochmal zu fliegen. Kannst du auch nicht abschalten. Lichter kann man abschalten. Avionics auch. Jetzt sind wir aber natürlich nicht. Beenden Sie den Flug, schalten Sie das Haupttriebwerk ab. Na, mach doch mal. Na, wo denn, ne? Wo könnte der Schalter sein für das Haupttriebwerk? Emergency pull blazne hasne. Oxygen flow. Engine crank on off, manual canopy, bla 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 bla. Emergency brake, okay, ja, hab ich verstanden. Den kann man doch hier bestimmt ausblenden. Okay, wo schalte ich Radar? Okay, über mir. Nee. Zeigt er mir das hier irgendwo an? Nee. Nicht betriebsfähig. Landeklappenhebel nicht betriebsfähig. Kann ich den öffnen? Nee, auch nicht. Schade. External tanks. Finde ich nicht. Ist ja witzig. Fill-Mode, diddle diddle diddle. Windshield. Kann man hier irgendwas machen? Nicht betriebsfähig. Ja, keine Ahnung, wo man das Engine abschaltet. Ihr werdet mir das bestimmt in die Kommentare schreiben, welchen Schalter ich übersehen habe. Wird wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also eigentlich dachte ich, das wäre irgendwie ganz toll
ganz toll sichtbar ist es aber vermutlich nicht. Alter, das ist ja wohl der Oberknaller, meine lieben Freunde. Ich kann an dieser Stelle, wie immer, nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dieser Runde Friday Flyday. Heute mit einer Riesenüberraschung. Wir sind nicht nur Misano angeflogen, nein, wir sind Misano angeflogen in einem Hubschrauber, also in einem zivilen Taxi-Hubschrauber, in einem zukünftigen. Wenn ich, wie gesagt, richtig informiert bin, ist er von einer deutschen Firma von Volocity. Ich glaube, Volocity heißen die, glaube ich. Also das war schon mal geil. Wie gesagt, ich fand es fast ein bisschen sehr vereinfacht, das Flugmodell. Es kann aber auch einfach tatsächlich sein, dass dieser Hubschrauber sich so ein bisschen einfacher fliegt. Einfach, weil der ja für die, wahrscheinlich machst du da irgendwie dann, irgendwann sollen ja mal normale Menschen irgendwie mit so Elektrohubschraubern durch die Gegend fliegen. Und das muss natürlich ein bisschen einfacher sein. Und dann die F-18 Hornet. Digga. Also die muss man noch ein bisschen üben, das fliegt sich alles ein bisschen anders, aber jetzt bin ich so richtig, jetzt habe ich so richtig Bock drauf, mal Dings auszuprobieren. DCS World, weil, und IL-2 Sturmovik habe ich auch noch. Also da werden wir uns mal, ich habe ja noch einen Flugsimulationskanal, den kann ich jetzt auch noch ein bisschen befüllen mit dem Inhalt. Meine lieben Freunde, es war mir ein ganz großartiges Vergnügen. Ich halte an dieser Stelle für euch meinen wunderschönen, meinen Schwanz ins Bild. Der hat hier hinten übrigens eine Schnur dran, das ist eigentlich Quatsch, die können wir mal abmachen hier. Dann sieht das auch nicht so doof aus. So, ich halte meinen Schwanz ins Bild. Warum ist denn das jetzt so? Naja, machen wir das so. Und hier übrigens, Freunde, wisst ihr, was das ist? Bestimmt war, aber so ein paar Profis von euch, die wissen, was das ist. Und warum da ein Splint an diesem Ring ist. Ja, ich halte meinen Schwanz ins Bild. Sage, liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr noch nicht Kanalmitglied seid. Analmitglied, wie ich es immer nenne. Dann könnt ihr das gerne werden. Unter dem Video findet ihr auch noch andere Links und auch rechts, mit denen ihr mich supporten könnt. Und ich bin total geflasht. Ich sage an dieser Stelle Tschüss mit Üs, Ciao mit Au, Ciao mit Io. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Tschüss. Geil. Geil, hätte ich gesagt.